Im preisgekrönten Film Avatar, The Way of Water, werden die friedlich lebenden Navies eines Tages erneut von Menschen angegriffen. Das Ziel? Die Hauptfigur Jake Sully und alle anderen Navies. Die Menschen wollen den Planeten übernehmen. Ob sie das schaffen, seht ihr im heutigen Video. Der Film beginnt mit der Hauptfigur Jake Sully, der von seinem einfachen und friedlichen Leben mit seiner Familie in Pandora als Häuptling des Stammes der Omatikaya erzählt. Er erwähnt, dass er und seine Frau Netiri jetzt insgesamt 5 Kinder haben. 2 Söhne, Netayam und Loak, die Tochter Tuk, eine Adoptivtochter Kiri und einen menschlichen Jungen namens Spider. Jake erklärt weiter, dass Kiri die Tochter seiner lieben Freundin Quaise ist, die starb, als sie den Navy im Kampf gegen Menschen half. Was Spider betrifft, so wurde er zurückgelassen, als alle Menschen auf die Erde zurückkehrten, nachdem sie ihren Kampf verloren. Jake gibt an, dass die Kinder zusammen spielen und gut aufeinander aufpassen. Obwohl sie sich in Farbe und Körpergröße unterscheiden, leben alle Kinder wie eine Familie zusammen. Netiri mag Spider jedoch nicht, weil er der Sohn von Colonel Miles Quaritch ist, dem bösen Mann, der fast die Navy ausgelöscht hatte. Es stellt sich heraus, dass Spider auf Pandora zurückgelassen wurde, weil er zu klein war, um zurück zur Erde transportiert zu werden. Wie er sagt, kann man Babys nicht in den Kryo-Schlaf versetzen. Kiri hingegen hat eine besondere Beziehung zu Spider und sie mag ihn sehr. Da der menschliche Junge sein ganzes Leben bei den Navies verbracht hat, denkt er, dass er einer von ihnen ist. Eines Nachts, als Netiri und Jack sich unterhalten, bemerken sie einige helle Raumschiffe am Himmel. Plötzlich nähern sich die Raumschiffe ihnen und beginnen, Chaos anzurichten. Das Habitat von Omatikaya steht in Flammen, was zur weitgehenden Zerstörung und zum Tod vieler Tiere führt. Aus den Raumschiffen taucht eine Gruppe von Soldaten mit Robotern auf und zerstört alles, was noch von dem Ort übrig ist. Netiri und Jake sehen das aus der Ferne und sind schockiert, als sie erfahren, dass es sich um ein Raumschiff handelt, welches Menschen befördert, die Pandora übernehmen und eine weitere Station bauen sollen. Die Szene wechselt dann zu einem der menschlichen Laboratorien, in denen Wissenschaftler erfolgreich einen Navy-Klon des Colonels hergestellt haben. Er wurde mit den Erinnerungen und Daten gefüttert, die vor seinem Tod gesammelt wurden. Aus diesem Grund weiß der Klon des Colonels alles, außer wer ihn getötet hat und wie. Zusammen mit dem Colonel haben die Wissenschaftler auch die Klone anderer Soldaten hergestellt, die bei ihrem vorherigen Angriff auf Pandora anwesend waren. Diese geklonten Colonel und seine Männer sind fest entschlossen, die Omatikaya zu zerstören und vor allem Jake. In der Zwischenzeit führt Jake eine Navy-Armee in Richtung der RDA-Versorgungsleitungen, um Eindringlinge abzuwehren. Er infiltriert es erfolgreich und schafft es, Munition und Lebensmittelvorräte zu stehlen. Während dieser Operation hört Loak, einer seiner Söhne, nicht auf seine Befehle und wird verwundet. Jake schimpft ihn und bittet ihn, von nun an disziplinierter zu sein. Auf der anderen Seite trifft der Colonel einen Senior, General Ardmore, der ihn über die sogenannten Scouts der Navy informiert. Sie greifen derzeit ihre Hubschrauber an und verlangsamen sie. Als Quaritch dies hört, schmiedet er einen Masterplan, in den Wald einzudringen, in dem sie zuvor gekämpft haben, und einige Informationen über sie zu sammeln. Bald kommt er zusammen mit seinen anderen Gefährten im Wald an. Doch leider spielen Jakes Kinder auch im selben Wald herum. Der Colonel schaut sich auf dem vorherigen Schlachtfeld um und entdeckt seinen Roboteranzug, in dem sich seine Überreste noch befinden. All dies wird von Loak beobachtet und er kontaktiert sofort seinen Vater. Mit Hilfe eines Sprachsenders um den Hals hört sich Jake das an und schlägt Loak vor, sich von ihnen fernzuhalten und leise zu fliehen. Er und Netiri fliegen dann in den Wald, um die Sicherheit ihrer Kinder zu überprüfen. Als Loak und seine Geschwister versuchen zu fliehen, werden sie leider von den Menschen gefangen genommen. Der Colonel schaut sich ihre Finger genauer an und stellt fest, dass es sich um die Kinder seiner Erzrivalen handelt. In diesem Moment kommen Netiri und Jake dort an und greifen die Soldaten an. Sie schaffen es, die meisten ihrer Kinder zu befreien, Spider jedoch nicht. Der Junge wird leider von den bösen Menschen mitgenommen. Später, als der Colonel Spider nach seinem Namen fragt, versteht er schnell, dass er sein Sohn ist. Zurück in Omatikaya nähert sich Jake seiner Frau und schlägt vor, dass sie den Ort in Richtung Ostküste verlassen. Er hat Angst, dass Spider dem Colonel und seinen Leuten ihren Standort preisgibt. Jake erzählt Netiri auch, dass die Menschen, bis er mit dem Stamm dort ist, sie weiter angreifen werden, da er derjenige ist, der Colonel Quaritch überhaupt getötet hat. Netiri will ihr schönes Zuhause nicht verlassen, doch sie weiß, dass alles stimmt, was ihr Mann sagt. Daher erklärt sie sich bereit, mit ihm zu fliehen. Auf der anderen Seite foltert General Ardmore Spider, indem er ihn in eine rotierende Maschine setzt.
Ja, steck ihn doch in die kleine menschliche Spinnmaschine. Die wird ihn bestimmt zum Reden bringen. Er versucht, wichtige Informationen aus dem Jungen herauszuholen, aber ohne Erfolg. Spider ist seinen Navy-Eltern gegenüber zu loyal und er wird nicht nachgeben. Überraschenderweise kann der Colonel seinen Sohn in diesem Zustand nicht sehen und stoppt sofort die Spinnmaschine. Dann geht er auf den General zu und sagt ihr, dass er auf seine Weise mit Spider umgehen wird. Später trifft er den Jungen in einem separaten Raum und versichert ihm, dass er kein schlechter Mensch ist. Er gibt auch bekannt, dass er hier ist, um ihn zurück zur Erde zu bringen. Das wärmt Spiders Herz auf und er erklärt sich schließlich bereit, ihm die gewünschten Informationen zu geben. In der nächsten Szene verlassen Jake und seine gesamte Familie ihr Heimathaus und fliegen auf ihren Scouts davon. Nachdem sie ein paar Tage geflogen sind, erreichen sie einen Ort namens Medkayina, wo ein weiterer Stamm der Navy lebt. Erstaunlicherweise haben die hier lebenden Navys eine schwächere Farbe und bevorzugen das Wasser. Als sie Jake und seine Bande sehen, machen sie sich über ihr Aussehen lustig. Bald kommt das Stammesoberhaupt Tonowari mit seiner Frau an. Er steht Jake und seiner Familie skeptisch gegenüber und erwähnt, dass sie nicht im Wasser überleben können. Jake will jedoch verzweifelt seine Familie retten und verspricht, dass sie sich in kürzester Zeit an den Ort anpassen werden. Dann verrät er, wie sie von einigen Menschen verfolgt werden. Als er das hört, willigt Tonowari es schließlich ein, sie bleiben zu lassen und bietet ihnen Schutz. Er bittet seine Kinder auch, Jakes Kinder das Schwimmen beizubringen und ihre speziellen Kreaturen zu benutzen, um sich im Wasser zu bewegen. Tonowaris Kinder kommen der Bitte nach und nehmen ihre neuen Freunde mit in den Ozean und beginnen, ihnen die Basics zu zeigen. Gleichzeitig versucht der überaus boshafte Loak, eine Verbindung zu einem Meerestier herzustellen, verliert jedoch die Kontrolle und fällt ins Wasser. Tonowaris Kinder fangen an zu lachen, als sie das sehen. Während das passiert, ist Kiri tief im Meer zu sehen. Überraschenderweise hat sich sehr gut an den Ort angepasst und kann sogar einige Meerestiere kontrollieren. Verrückt und praktisch. Am darauffolgenden Tag, während Kiri unter Wasser meditiert, kommen Tonowaris Sohn Aonang und seine Freunde auf sie zu und machen sich über sie lustig und nennen sie ein Freak. Aus diesem Grund kommt Loak und schlägt Aonang. Aonang lässt sich das aber nicht gefallen und fängt an, sich mit seinem Schwanz zu wehren. Später, als Jake von dem Vorfall erfährt, befiehlt er seinem Sohn wütend zu gehen und sich bei Aonang zu entschuldigen, da er der Sohn des Clanführers ist. Widerwillig stimmt er zu und sagt, sorry. Obwohl Aonang ihm vor allen anderen verzeiht, ist er trotzdem immer noch wütend. Um Loak eine Lektion zu erteilen, bringt er ihn unter dem Vorwand des Schwimmens zu einem geplanten Ort. Loak ist sich überhaupt nicht bewusst, dass es in der Gegend gefährliche Meeresraubtiere gibt. Eine Weile später, als Loak fischt, schwimmt ein großes Raubtier schnell auf ihn zu. Verängstigt schaut sich Loak nach Hilfe um, findet aber niemanden. Aber genau in dem Moment kommt eine riesige Kreatur namens Payakan zu Hilfe. Es tötet das Raubtier schnell mit Hilfe seines breiten Kopfes. Hier erfahren wir, dass Payakan ein Tulkun ist. Friedliche und intelligente Kreaturen. Im Meer gibt es tausende von Tulkuns, die die Medkayina als ihre spirituelle Familie betrachten. Payakan ist der größte und mächtigste von allen. In der Zwischenzeit wird Loak gerettet und von Payakan an die Oberfläche gebracht. Letzterer hilft der Kreatur auch, indem er einige Harpunen herauszieht, die sie verletzt hatten. Damit knüpfen die beiden eine schöne Verbindung und freunden sich an. Schließlich klettert er sogar durch sein Blasloch. Ekelhaft. Später, als Loak Land erreicht, wird er von Tonowari einberufen. Der strenge Anführer erfuhr von den Spielereien seines Sohnes und möchte, dass Aonang sich entschuldigt. Der selbstlose Loak übernimmt jedoch die Verantwortung für sein Handeln und lügt, dass Aonang nichts damit zu tun hatte. Dadurch versteht Aonang endlich, dass die neuen Navys doch nicht so schlecht sind. Nach einiger Zeit trifft sich Loak wieder mit seinem Bruder und seinen Freunden und erklärt, wie Payakan ihm das Leben gerettet hat. Zu seiner Überraschung glaubt ihm aber niemand. Stattdessen enthüllen sie, dass Payakan ein Killer ist, weshalb er von den anderen Tulkun verlassen wurde. Derweil informiert Spider den Colonel über die Kultur der Navy und nimmt ihn mit in die Hallelujah Mountains, um einen Scout für ihn auszuwählen. Zuerst struggelt der Colonel, aber bald hat er den Dreh raus und fliegt gut herum. Kurz darauf erhält er auch Informationen über Jakes möglichen Standort und macht sich mit seiner Armee auf den Weg zum Medkayina Riff. Bei seiner Ankunft konfrontiert er einige Wassernavys und erkundigt sich, ob sie Jake kennen. Als die Navys Nein sagen, töten die bösen Menschen einen von ihnen und verbrennen auch ihre Häuser. Trotzdem stehen die Navy zu ihren Aussagen. Da ihm keine Option bleiben, entscheidet sich der Colonel für Plan B. Jetzt will er die Tulkuns in großer Zahl töten, in der Hoffnung, dass er so Jake finden würde. Doch es hat noch einen weiteren Vorteil, sie zu töten. Die Tulkunen enthalten eine wertvolle Flüssigkeit in ihrem Gehirn, die die Lebensdauer verlängern kann. Auf der Erde wird ein einziger Liter dieser Flüssigkeit Millionen kosten. Ja, das müsste dann wohl sowas ähnliches sein wie Benzin bei uns aktuell. Bald fangen einige Jäger an, den Seeungeheuern nachzujagen. Sie bringen zahlreiche Tracker an und machen sie bewusstlos.
In einer herzzerreißenden Szene können wir einen Mutter-Tulkun sehen, die brutal zu Tode gebracht wird, während ihr Nachwuchs schockiert neben ihr liegt. Die Menschen verlassen schließlich die Tulkun, während sich die Tracker immer noch in den Tulkuns befinden. Als die Medkayiner herausfinden, dass ihre Freunde getötet wurden, werden sie wütend und beschließen, mit den Angreifern ins Gespräch zu kommen. Jake beruhigt sie jedoch und erwähnt, dass sie die Tulkuns zuerst über die Tracker informieren müssen. Nur so können sie einen zukünftigen Streik verhindern. Sobald Loak das hört, geht er, um seinen besten Freund Payakan darüber zu informieren. Einang und einige andere schließen sich ihm ebenfalls an. Nach einer Weile treffen sie auf Payakan und bereiten sich darauf vor, den Tracker aus ihm herauszuziehen. Aber gerade dann kommt der Colonel und seine Jagdmannschaft in ihrem Schiff an. Nachdem er sie gesehen hat, stellt Loak eine Verbindung zu seinem Vater her und informiert ihn rechtzeitig über die Situation. Ihm und seinen Freunden gelang es auch, den Tracker aus Payakans Körper zu ziehen. Danach verstecken sie sich unter Wasser, während die Crew des Colonels nach ihnen sucht. In der Zwischenzeit nähert sich Jake Tonowari und teilt ihm mit, dass die Kinder fehlen. Letzterer ist beunruhigt und er befiehlt seinem Volk schnell, sich auf den Krieg vorzubereiten. Jake und Neytiri schnappen sich auch ihre Waffen und alle gemeinsam machen sich auf den Weg zum Schlachtfeld. Währenddessen befiehlt der Colonel seiner Crew, ihren Angriff auf die Tulkun zu starten und Jakes Kinder zu finden. Nach einer Weile suchen, finden sie Kiri und Tuk und fangen sie in einem Netz. Loak versucht sein Bestes, um das Netz zu zerreißen, wird aber mit ihm zum Walschiff gezogen. Bald kommt der Colonel und fesselt sie an die Reling des Schiffes. Dann nimmt er Loaks Senderhalsband und bittet Jake, sich zur Sicherheit seiner Kinder zu ergeben. Da Jake keine Option mehr hat, stimmt er seinen Bedingungen zu. Zur gleichen Zeit bemerkt Payakan, dass ein Wessel von Loak an Deck gefesselt ist und beschließt, ihn zu retten. In einem riskanten Zug springt er plötzlich auf das Deck und beginnt, seine riesigen Flossen zu bewegen. Dadurch werden viele Soldaten weggeworfen und das Schiff wird vernichtet. Diese Ablenkung wird von Jake und Matkayina ausgenutzt und sie starten auch ihren Angriff auf den Colonel und seine Armee. Sie wollen ihre Kinder retten, aber sie wollen sich auch rächen. In der Zwischenzeit durchbricht Spider die Steuerung des Schiffs, wodurch es auf die Felsen prallt und Wasser hineinschwimmen kann. Als nächstes klettern Jake und sein ältester Sohn Netayam schnell das Deck hinauf und befreien Loak, Tuk und Kiri. Dann befehlen sie den Kindern, sich in Sicherheit zu bringen, aber Loak weigert sich. Stattdessen beschließt er, seinen Adoptivbruder Spider zu retten. Neytiri schließt sich ihm an und nach einigen Suchen finden sie Spider. Als sie das Schiff verlassen wollen, bemerkt der Colonel sie und eröffnet das Feuer. Leider wird Neytiri von einer der Kugeln getroffen und schwer verletzt. Loak und Spider bringen ihn sofort ans Ufer zu ihrer Mutter, aber aufgrund des übermäßigen Blutverlusts stirbt er. Als Neytiri sieht, wie ihr Sohn direkt vor ihren Augen stirbt, fängt sie an zu weinen und laut zu schreien. In der Zwischenzeit gelingt es dem bösen Colonel Kiri und Tuk mit seinem Scout gefangen zu nehmen. Später verbindet er sich mit Jake und verrät, dass seine beiden Töchter bei ihm sind. Nachdem er das erfahren hat, beruhigt er Jake Neytiri und überredet sie, sich ihm anzuschließen und ihre Töchter zu retten. Sie willigt ein und voller Wut ruft sie ihre Scout, schnappt sich ihre Pfeil und Bogen und fliegt auf das Schiff zu. Bald nähert sich Jake dem Schiff und verursacht eine Explosion, bei der Männer des Colonels getötet werden. Neytiri kommt ebenfalls dort an und fängt an, Pfeile auf die verbleibenden Menschen zu schießen, wodurch sie alle getötet werden. In der Zwischenzeit findet Jake seine kleine Tochter Tak und befreit sie, doch gleichzeitig taucht auch der Colonel auf. Er hält Kiri mit dem Messer fest, er droht Jake, seine Waffen niederzulegen, was dieser widerwillig tut. In der Zwischenzeit greift ein rachsüchtiger Neytiri Spider und droht, ihn zu töten. Erst erwähnt der Colonel, dass er keine Beziehung zu Spider habe. Doch als Neytiri einen kleinen Schnitt in seine Brust macht, lässt er Kiri sofort los. Damit bereiten sich Neytiri und ihre Familie auf die Abreise vor, doch der Colonel erwähnt, dass er Jake erneut verfolgen und töten wird. Später wird Jake klar, dass er den Colonel eliminieren muss, um ein friedliches Leben zu führen. Daher kehrt er auf das Schlachtfeld zurück. Dieses Mal kämpfen die Erzrivalen in einem altmodischen Faustkampf. Es ist brutal und die beiden schlagen sich gleich auf. Aber am Ende ist es unser Held Jake, der sich durchsetzt. Es gelingt ihm, dem Colonel die Arme um den Hals zu legen und ihn bewusstlos zu schlagen. Jake geht fest davon aus, dass er tot ist und lässt ihn im Wasser ertrinken. Leider hat auch er Schwierigkeiten zu atmen und beginnt, auf den Boden zu sinken. Doch direkt kommt Loak ihm zur Hilfe und bringt ihn an die Oberfläche. Später trägt Payakan die ganze Familie und bringt sie aus dem Wasser. Spider holt auch seinen leiblichen Vater aus dem Wasser und rettet ihm das Leben. Aber als der Colonel ihn bittet, den Ort mit ihm zu verlassen, weigert sich Spider und kehrt zu seiner Adoptivfamilie zurück. In der letzten Szene begraben Jakes Familie und der gesamte Medkayiner-Stamm Neytiams Leiche auf dem Meeresgrund, wo die Lichter ihn passend umarmen. Der Film endet damit, dass Jake sich an die besten Erinnerungen seines älteren Sohnes erinnert und feststellt, dass er nun mit seinen Göttern im Himmel ist. Das war's mit diesem Video. Schreibt eure Gedanken zu diesem Film gerne in die Kommentare. Und vergesst das Liken und Abonnieren nicht, das hilft uns ganz besonders. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.